Hallo, liebe Freunde, ihr fragt euch sicherlich, warum ich momentan nicht so aktiv bin und nicht bei Demos oder anderen Aktionen unterwegs bin. Das liegt daran, dass mein Sohn angeblich positiv getestet worden ist. Also der Test sagt, dass er angeblich positiv sein soll. Ich habe inzwischen zwei Corona-PCR-Tests gemacht, einen am Freitag und einen gestern. Beide Corona-Tests bei mir sind negativ, das heißt, ich bin nicht Corona-infiziert. Aber trotzdem werde ich in Geiselhaft genommen und werde in Zwangsquarantäne hier gesteckt. Das sind wohl die Vorgaben vom Gesundheitsamt vom Marzahn-Hellersdorf, was von der linken Bezirksbürgermeisterin Pohle geführt wird. Da muss ich mich natürlich dran halten, an diese entsprechenden Vorschriften. Darum bin ich momentan leider nicht so aktiv unterwegs für euch. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich arbeite auch von zu Hause hier in Quarantäne. Mir geht es gut und ich bin weiter natürlich für euch da.